Willkommen in der sechsten Lektion des Sage ERP Kurses. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Realisierungsphase Ihres Projektes. Nun werden alle Änderungen der Standardsoftware umgesetzt und individuelle Anpassungen werden programmiert. Am Ende läuft das getestete ERP-System im Echtbetrieb. Jedes Unternehmen hat seine spezifische Organisation und seine Workflows. Dazu passend werden die Standardanwendungen angepasst. Dabei werden alle Änderungen dokumentiert. Die notwendigen Tätigkeiten sind im Einzelnen: Festlegung der Parameter für den Ablauf, Einstellung von Benutzerberechtigungen, Anpassung von Formularen, Listen und Masken und die Dokumentation aller Tätigkeiten. Die Anpassungen von Formularen, Listen und Masken übernehmen die Developer Consultants ihres Softwarepartners. Diese Individualisierungen verändern die Standards und sind deshalb nicht Bestandteil des Wartungsvertrags. Der Entwickler muss also seine Tätigkeiten protokollieren. Ohne Dokumentation geht es nicht. So lassen sich beim nächsten Release-Wechsel die Anpassungen identifizieren, die in Zukunft wirklich notwendig sind.